Hallo, ich plane jetzt eine Fahrradtour, eine kleine, und Marco vom Mobilcenter zeigt mir jetzt, welches Werkzeug ich dafür brauche, falls ich eine Panne habe. So, also wenn ihr eine Radtour machen wollt, ich habe mal hier das Werkzeug hingelegt. Erstmal wäre es nicht schlecht, einen Ersatzschlauch mitzunehmen. Schaut ihr vorher, was ihr für ein Ventil habt. Dann nehme ich ein Klebeband mit. Das kann natürlich auch kleiner sein, das ist hier noch so ein großes. Eine kleine Zange ist sehr hilfreich zum Montieren. Ein Seitenschneider, falls ihr mal irgendwas lösen müsst, wegschneiden müsst. Wenn euer Schloss, ihr habt ein kleines Schloss dabei, zum Beispiel habt den Schlüssel verloren, mitten in der Pampa steht das Fahrrad am Baum, wie kommt ihr weiter? Habt ihr die Zangen, könnt ihr das Schloss im Zoom durchzwicken. 14, 15er, 12, 13er Maulschlüssel, 10, 11er Maulschlüssel und 8, 9er Maulschlüssel. Wenn ihr so ein Standard-Alltagsrad habt, könnt ihr alle Schrauben damit los festschrauben und lösen und Platten reparieren. Ein Imbusset. Ein Speichenschlüssel, den nehme ich hier mal mit. Ein Ersatzventil. Einen kleinen Schraubenzieher, so mittlere Größe ungefähr. Und ein Flickzeug. Das sieht so aus. Da sind zwei Reifenheber drin. Ein Flüssigkleber und ein paar Flicken. Da habt ihr alles schön beieinander. Ja, da seid ihr für alle Eventualitäten gerüstet. Kannst du mal zeigen, was da in diesem Imbusset alles dabei ist? Imbusset sind alle gängigen Imbusse. Ja, okay. Und ein Kreuzschlitz und ein Schraubenzieher. Ja, Okay. reicht für alle gängigen Schrauben aus dem Rad. Alles klar. Ja, dann Und wünsche ich viel Spaß. eine Pumpe bräuchten wir auch noch. Achso, und dann habe ich hier noch die Pumpe. Habe ich ganz vergessen. Genau. Die Pumpe mit dem Adapter dabei. Könnt ihr auch mal einem anderen Fahrradfahrer, der am Straßenrand liegen geblieben ist, Luft spenden. Freuen Sie sich. Okay. Dann wünsche ich euch eine gute Tour. Tschüss. Danke.